Hey, man, die Mundart muss man erhalten, haben zwei Berner verlangt. Hast du gehört? Pensionierter Kriminalpolizist und ehemaliger Primarlehrer wollen Berndeutsch als Schulfach einführen, für das es die Kinder wieder lernen. Ja, gell, wenn daheim Albanisch geschnurrt wird und am Kindeski Hochdeutsch oder Primfrüh-Englisch. Wie wird jetzt eins da noch mitbekommen, dass eine Karotte eigentlich ein Rüebli ist? Und dass man nicht sagt, es sei ein kleines Schwindli auf die Welt gekommen, sondern die Mohren haben gefährlet. Aber ich bin mir es gewöhnt, gell, wenn du als Berner zu Zürich wohnst, musst du einen Weg die ganze Zeit Untertitel machen, damit sie dich verstehen. Ja, wenn ich da einer von meinen Schüttler-Juniorinnen im Training sage, gang reicht mir bis so gut heute die Bauern aus dem Schaft. Dann schaut sie mich an, ey, was ist los, Mann? Dann muss ich übersetzen, willst du mir schnell den Böll aus dem Kasten holen gehen. Ja, wenn du jetzt den Dialekt willst, retten, das müsstest du in jedem Kanton separat machen, oder? Frühberndeutsch eben im Bernbiet, Eislerisch, im Friburgischen. Frühe Baselti, gut, das könnte man einfach weglabern. Frühe Tagaurisch, frühe Bündnerisch, oder? Wenn die nicht schon mit dem frühen Rätselromanisch genug zu beissen hätten. Nein, aber jetzt die zwei Männer im Bernbiet, oder? Die haben Angst, die Kinder verlieren wegen vieler hochdeutscher Schule ihre Mundart. Kabis ist genau umgekehrt. Das Hochdeutsch verlieren sie ja schon. Du, die kleinen Kinder, die haben doch schon voll den deutschen Ton drauf, ne? Vom vielen SpongeBob-Schwammkopf gucken am TV und Bob der Baumeister. Ne? Die haben das mit gerade mal 4 Jahren total raus, ne? Bis sie dann in die Schule kommen und die Lehrgottes spricht in Gottes Namen, wie der Ender so ein bisschen helvetisch, oder? Und dann ist das schöne Vorschulhochdeutsch der Goven wieder weg. Hey, was ist los, Mann? Nein, hey, man, Schutz bräuchte diese Mundart ändern, weil die Kinder auch nur noch da den. Hey, ihr kennt das, oder? Sie reden ja auch nur noch da den Jugoslang, oder? Hey, Mann, willst du Magenbox ins Fressen, oder was? Ich sag dich in voll nur 3 Worte, verpiss dich! Er macht doch von letzter Shakiri, hat er doch 3 Gold gemacht für die Nazi, gell? 3 Mal nacheinander gebracht, Hattrick, gell, der andere auch zur Kamera. So, der Shakiri. Im ersten Moment, ich bin verblüfft. Nein, ja, das hat mich gedacht, das ist also noch verblüffend, jetzt ein Spieler vom FC Basel, der auf 3 zählen kann. Bis mir du eben das Zink auf den Wohner sagt, oder verpiss dich, Mann. Nein, und der Ritzfeld, das muss man ihm, der lasst einen Menschenfreund, oder? Nein, nach dem 3. Goal hat er ihn sofort vom Platz genommen, sofort ausgewechselt. Und der hat genau gewusst, wenn er noch als 4 schießt, auf 4 zählen kann er dann nicht. Nein, aber. Also, er hat ja nicht nur ein King vom Balkan, so, gell? Unser ja. Nein, kommt der Häuseli von Schuhe, sage ich, Hans, er ist 50, sagt er, nein. Bist du sicher? Ey, ich schwör's, Mann. Nur komm, dass die Sekondas unter den Jugendlichen ein bisschen den Ton angeben, das ist nichts Neues. Jetzt reden halt in Gottes Namen alle Deutschschweizer Kids ein bisschen wieder Goran, oder? Und wir haben doch seinerzeit alle geredet wie der Gianluca von Bümplitz. Ja, hey, weißt du, er ist mit mir in der Schule. Ich bin Gianluca von Bümplitz. Jetzt haben wir ganz genau Bümplitz Bethlehem. Jetzt haben wir noch genauer Tscherner. Gut, mal sagen, du bist Tscherner. Gut. Hochus, weißt du? Ich bin total integriert im Schweiz. Ich schulte den VBFC Azzurri auf dem Bodenacher. Parco, keine. Der Zino Destro, sei also Aussenbeck. Weil Zio Alberto ist Trainer und mein Bruder spielt dort Alessandro. Und mia Sorella macht das Buffet im Clubhaus. Weißt du, bei meiner Sandwich Panini Café? Der hat jetzt geredet, wenn es Maschinen gewesen, der Anger, oder? Gucken bei meiner Sandwich Panini Café. Komm. Gut, gell, zweite Generationler war der Gianluca, ist mit mir in die Schule, Ende 70er Jahre. Und, ja, seine Mutter hat jetzt noch so ein bisschen den original Italo-Sound drauf gehabt. Banseli, hat sie mir auch gesagt. E Banseli! Gerade deine Mama kann er nicht machen, so feine Lasagne wie der Giulia. Kommst du zu mir go essen, Banseli? Mag eine Bumbelitz. Dann mit auf das Bumbelitz hängen. Nein, aber der Gil selber gerät wie ein Maschinengewehr oder guckt bei meiner Sandwich Panini Café. Und am Schluss hat doch die ganze Klasse Gianluca nachher gemacht, oder? Voll Italo-Slang. Ja, weil gell, das Volk hat einen Cinque gesagt. Der Schwarze Bach hat sie wohl zur Schweiz ausgehen, oder? Dann ist sie schon gehypert, weißt du, wegen Masseneinwanderung und so. Und wir Schüler, wir haben sie geil gefunden. Weil der Gianluca, der Gil hat im falschen Ries gehabt bei der Modi. Ja, das stellst du dir nicht vor. Ging schön geschält in der schwarzen Kruselung, gell? Ging gestylt mit den neuesten Jesus-Jeans. Jesus, das war dann so eine Marke, die hast du nur zu Mailand nicht bekommen, oder? Wir haben doch auch der Gianluca nachher gemacht, ein Kilo Schäl auf den Ring. Vasco Rossi gelassen, siamo solo noi, che andiamo a letto la mattina presto, ci svegliamo con il mal di testa, siamo solo noi. Hast du dein Buch Maxi verkauft und gegen ein Ciao tauscht? Und als ich es bestellte, hat der Dorfmech gesagt, was willst du, ein Ziao?
Ja, alles gemacht für sie, der Gianluca von Bümplitz. Ich habe alles gemacht. Ey. Aber es hat alles nicht genützt. Gell? Die Frau hat gleich alle Jahre abgezügelt. Nein, aber schau, das ist doch tipptopp, wenn sich heute auf dem Pausenplatz ein bisschen das frühe Serbisch durchsetzt. Pass auf, Mann, ich hole meinen grossen Bruder und er verprügelt dir. Nein, wir müssen so Einfluss zulassen. Schliesslich alle Parteien sind jetzt für die Integration, oder? Also alle ausser der Rente, die jetzt zwei sind. Nein, aber dieser oder grosse Freisinn-Sozi CVP hat vorletzt in einer gemeinsamen Resolution gesagt, wir müssen mehr für die Integration tun. Also, wo ist das Problem? Und du noch hast geschumpft mit der Schweiz, wir müssen mehr gegen die Rassendiskriminierung unternehmen. Da kannst du jetzt auch nicht das Berndeutsche Naturschützen und alle anderen diskriminieren, die ein bisschen anders laufen. Wir haben auch die Welsche in das Bundesrat integriert. Mais bien sûr, mais mit der muslimischen Köpfbedeckung, mit dem Köpftuch von Madame Michelin, mais bien sûr. Da komme ich da, letzten Herbst komme ich aus der Wäschküche irgendwie. Der Radio gelaufen in der Wohnung, der Hans ganz ihre Sache in. Vati, musst du hören. Die Gammlere ist zurückgetreten. Der hat die so doof mit zwei Gästen geblieben. Die Gammlere ist zurückgetreten. Ich habe gesagt, das ist einfach gut. Nein, jetzt die Deutschen haben wir auch integriert. Und meine deutsche Nachbarin, also die Ilse, ne, da merkst du jetzt überhaupt nicht mehr, ne, wenn die Rede tut. Ne. Die hat jetzt überhaupt keinen Akzent. Ne. Da wünscht sie mir schönen Urlaub, ne, wenn wir in die Ferien gehen und kommen gesund wieder heim, gell, Benz. Nein, unsere Dialekte sind nicht in Gefahr. Diese Sachen sagt man jetzt halt einfach ein bisschen anders. Oder? Wir sind doch alle, ja, Gianluca und ich, unsere Kollegen, wir sind selber ganze Schuppeletten, Gielen miteinander die Lampen füllen. Nach der letzten EM hat man so einem Massenbesäufnis Carlsberg-Fanzone gesagt. Und neuerdings heisst jetzt das auch schön Spanisch. Botellón. Aber das Küpper man in denen hören, oder? Über die heutige Jugend kannst du ja auch Tag lesen. Ist das geht heute wieder in die Zeitung gewesen, oder? Die heutige Jugend, wie schlimm das fängt sich mit dieser Jugend, wie die nur noch saufen, oder nur noch Massenbesäufnis, Komma saufen, raustrinken, Botellones. Herrgott, was haben wir dort gemacht? Mit dem Turnverein wollen. Am eidgenössischen Turnfest 1984 zu Winterthur. Ein bisschen am Barren turnen. An Resp sind wir nicht mehr.